Hallo meine Lieben, ja, heute gibt es ein Mädchenhaul für euch, denn ich war gestern auf einem Flohmarkt mit Felix, auf einem Kinderflohmarkt und auf einem normalen Flohmarkt. Und natürlich sind wieder ein paar Sachen mitgekommen für die liebe Mel. Ja, nicht für die Jungs, aber es gab auf diesem ganzen Flohmarkt nur einen Stand mit Babyklamotten, das waren Mädchensachen. Und ja, ich habe nicht so viel mitgenommen, weil ich gerade einfach ein bisschen auf mein Portemonnaie achte und ihr auch schon gesagt habe, dass ich nicht mehr so viele Babysachen kaufen werde. Das heißt, ihr könnt jetzt kein XXL-Holz mehr erwarten oder so. Und deswegen habe ich nur ein paar Sachen mitgenommen. Die sind aber dafür umso schöner und ich finde, ich habe eine sehr gute Wahl getroffen, denn die Sachen sind wirklich sehr, sehr besonders und sehr, sehr hübsch. Und ich achte im Moment bei Mel sehr darauf, dass die Sachen auch einfach ihre Persönlichkeit entsprechen. Und ich finde, die Sachen, die ich gestern gekauft habe, die entsprechen auf jeden Fall ihrer Persönlichkeit. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ich würde sagen, wir fangen mit den drei ersten kleinen Teilen an. Und zwar das erste ist ein First Nook. Ja, das ist ein Schnuller von Nook. Das ist dieser weiße von Genius. Und da steht drauf, My First Nook. Ich zeige ihn euch mal. Der ist halt in so einem kleinen Mini-Karton hier eingepackt. Und ich wollte ihn schon immer haben, weil ich finde, jede Mutter braucht so einen Schnuller. Finde ich halt. Und deswegen habe ich ihn mir jetzt gekauft. So sieht er aus. My First Nook. Das ist halt einfach ein Schnuller. Und ja, ist halt richtig, richtig klein für so ganz kleinen Neugeborenen. Und den möchte ich unbedingt für Mel haben, weil Mel hat bis jetzt noch gar keinen Schnuller, außer ihren, den sie mitgebracht hat. Und deswegen gibt es einen Schnuller für Mel. Und ich habe für den nur 50 Cent bezahlt, da man die ja immer als Probe so geschenkt bekommt. Ja, deswegen habe ich 50 Cent bezahlt. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt Mels neuer Schnulli. Es tut mir voll leid, ich bin voll erkältet und deswegen läuft die ganze Zeit meine Nase und meine Augen tränen. Es tut mir leid, falls ich hier gleich anfange zu heulen. Ja, das nächste ist eine weiße Strumpfhose, denn ich habe noch etwas gekauft, was ich euch gleich zeigen werde. Und dafür brauchen wir unbedingt eine weiße Strumpfhose oder halt irgendwie eine Leggings. Aber ich habe mich jetzt für eine weiße Strumpfhose entschieden. So sieht die aus, halt eine weiße Strumpfhose. Ja, die kommt von Kick in der Größe 56, 62. Aber die fallen ja immer sehr klein aus und diese fällt jetzt richtig, richtig klein aus. Ja, deswegen haben wir uns einfach eine weiße Strumpfhose gekauft für die Mel. Wie gesagt, gehört halt zu dem Outfit, was ich euch gleich zeige. Und das nächste kleinere Teil ist eine süße Mütze, und zwar diese hier. Ich finde die ja ultra toll, diese Mützen. Die sind halt so strick so ein bisschen, hat hier so eine Schleife noch dran, ist halt weiß und wenn die Babys die aufhaben, ist die halt oben so ein bisschen puffig. So, und ich finde das so ultra süß. Das sieht aus wie so ein kleiner Mini-Koch. Und ja, die kommt von H&M, ist in Größe 50, 56. Und ich wollte unbedingt eine schöne Mütze haben für die Mel, weil sie bis jetzt ja nur eine oder drei, sie hat drei. Und ja, ich wollte aber eine richtig schöne Mütze haben. Und diese passt auch super zu dem anderen Outfit, was ich euch gleich zeigen werde. Ja, dann kommt mein Lieblingsteil. Ich liebe es und es ist ultra schön und ich bereue es absolut nicht, es gekauft zu haben. Bei manchen Sachen ist es so, ich kaufe es, bin dann zu Hause und denke mir so, warum hast du das jetzt gekauft? Aber bei diesem Teil ist es so, dass ich liebe dieses Teil und ich freue mich so, es Mel anzuziehen. Und ja, es ist nämlich ein richtig, richtig süßes Kleid. Oh, es ist so bezaubernd. Also es ist eher gesagt so ein kleiner Pulli. Nur halt mit so einem kleinen Tütü unten dran. Und ich finde diese Farben einfach so toll. Also das hier ist halt so weiß-grau gestreift. Also so weiß-schwarz eher. Ja, so weiß-schwarz. Überall hier so. Dann ist hier so ein kleines, dezentes Herzchen. Drin ist es halt auch so ein bisschen rosa angehaucht. Hier sind zwei Knöpfe. Also hinten sind zwei Knöpfe zum Auf- und Zumachen. Dann ist der Stoff ultra schön. Der Stoff ist richtig, richtig weich. Und ja, das ist halt so das Oberteil. Und unten haben wir dann so ein kleines Tütü-Röckchen dran. Da sind halt auch wieder diese schwarz-weiß gestreifte. Aber auch dieser tolle Stoff hier. Und den finde ich richtig, richtig süß. Und ja, irgendwie in dem Ganzen so zusammen macht das ein richtig, richtig süßes Bild. Und dazu dachte ich mir halt so, diese Mütze und die weiße Strumpfhose drunter. Und das war auch das Einzige, was ich beim Kleidermarkt gekauft habe. Der Rest war nicht so schön, sehr verwaschen, zu teuer oder einfach nicht so mein Geschmack. Und ja, hier freue ich mich richtig drauf, weil es einfach Mels Persönlichkeit ist. Ich finde, Mel ist halt so ein Mädchen
Und das hier ist halt auch ein bisschen Mädchen. Das ist halt richtig Mädchen. Und ich finde es so süß. Und das ist in Größe 56 von Doppo Newborn. Keine Ahnung, ich kenne diese Marke absolut nicht. Ja, aber dafür habe ich auch nur 50 Cent bezahlt. Das ist echt ein richtiges Schnäppchen. Ne? Und ja, richtig süß und richtig schick. Und das letzte, was ich gekauft habe, ist ein Set, ein Zweiteiler. Und da bin ich von der Hose nicht so begeistert. Deswegen dachte ich mir zuerst auch, das nehme ich überhaupt nicht mit, weil mir die Hose einfach absolut nicht gefällt. Das ist nämlich eine Cordhose und ich mag Cordhosen absolut nicht. Also das ist halt dieser Cordstoff und ich finde das absolut schrecklich und deswegen eigentlich mag ich das überhaupt nicht. Aber ich habe es mitgenommen, weil ich den Pulli dazu so toll finde. Ich zeige euch den auch gleich nochmal. Also es kommt auf jeden Fall von NSYNC Family in Größe 56. Ist halt so eine dunkelblaue Cordhose mit so Täschchen. Täschchen sind auch noch so ganz toll umrandet hier mit so, heißt das? Spitze, genau. Und ja, es hat eine Cordhose, die ist ein bisschen gefüttert, also jetzt für den Frühling sehr gut. Aber sie ist halt auch sehr lang und hat leider nicht so lange Beine. Aber der Pulli ist ultra schön. Der ist nämlich so. Der ist nämlich so. Der sieht so aus. Und ich fand ihn so unglaublich süß. Und ich finde ihn immer noch so süß. Und ja, das Herz hier ist ganz, ganz süß. Weil es hat so Gold und dann so Spitze. Und der Rest passt auch einfach so. Es ist so dunkelblau-weiß. Hier oben ist so geriffelt, die Schultern. Und ach, er ist so schön. Aber die Hose ist halt einfach nicht so schön. Ich weiß nicht. Aber sie hat mir ein super Angebot gemacht, weil ich habe ihr gesagt, dass ich die Hose nicht so schön finde und es eigentlich nicht mitnehmen würde. Aber sie hat gesagt, ich kriege das Set für 1,50 und das ist natürlich auch echt ein super Schnäppchen. Das ist doch klar, dass ich dir nicht Nein sage. Und ja, man kann es ja auch zu einer anderen Hose anziehen oder vielleicht steht es ihr sogar. Ich weiß es auch absolut nicht, ich habe sie noch nicht angezogen. Ja, aber das ist auf jeden Fall das letztes Set, was wir gekauft haben, ich finde es so süß. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Haul wieder gefallen. Ja, ist nur ein kleiner Haul, aber ich wollte es euch trotzdem gezeigt haben, weil es auf Instagram gewünscht wurde. Ich frage euch ja immer, was ich machen soll, ob ich das als Video machen soll oder ob es auf Instagram reicht. Denn alle, die mir auf Instagram folgen, so heißen wir übrigens auf Instagram, ja, die kennen die Sachen schon, außer halt den Schnuller und so. Und ja, aber ich wollte es trotzdem einmal abdrehen und euch ein kleines Video gönnen und ja, ich werde jetzt im Anschluss das Umziehvideo von Mel drehen, in dem wir die ganz tollen Sachen jetzt anziehen und ja, wenn ihr Videowünsche habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Zu den Kommentaren kommt oder kam ein extra Video, das muss ich nämlich auch noch drehen und ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.